vorher will ich ja was mit den Lubrikanten auch zu Ende machen, damit ich die Engines habe, damit ich mit den Engines Roboter bauen kann, um den Robotern wieder mehr Ressourcen herzustellen, um mehr Ressourcen besser expandieren zu können, um überleben zu können. Nimm Untergrundding von da nach da, baue hier ein so ein Ding für Lubricant. Dann kommen hier die Fabriken hin für... Lass mal kriegst du einen Tank. Kein Lifesport-Tank. Ein Storage-Tank. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann kommt die Fabrik für die normalen Generatoren. Für die da. Und da ein für rote. Du bekommst dann da deinen Anschluss. Alle sind glücklich. Weißt du was? Ich mach das anders. Ich mach das dann gleich so, damit weniger Roboter fliegen müssen. So, du hättest gerne das, du hättest gerne das und irgendwie so. Ich hoffe mal, hier ist überhaupt Anschluss. So, du brauchst für die Stahl, Eisenzahnräder und Rohre. Shift rechts, Shift links. Verzehnfachen. Egal, du, Shift rechts, Shift links. Das kann raus. Du brauchst einfach nur grüne Chips. 50 Stück. Beschränk dich auf 2 Stacks. Und Ärmchen dazwischen. So, sind wir im Einzugsgebiet von irgendwas? Nein, natürlich nicht. Bau einfach einen Roboport direkt, verdammt nochmal, daneben. So. Also haben wir jetzt auch bald rote Engines, wenn das da alles so läuft, wie ich denke, dass es laufen sollte. Okay, ich muss die Basis im Nordwesten zerstören. Da führt kein Weg drum rum. Weil sonst haben wir jetzt immer wieder diese komischen lila Blubbelangriffe. Ich schnappe mir also. 5 Türme habe ich, sollte reichen. Ich brauche ganz, ganz, ganz viel Gatling-Munition. Ich brauche doch noch 2 von denen. Wie viel Platz habe ich noch? 2 von denen und 2 Batterien und 3 Solarpanels. Und wie gesagt, alles an Muni. Ich habe Muni da einmal zwischengelagert, aber das ist glaube ich nicht so viel gewesen. Das ist die falsche Muni. Das ist viel zu wenig. Hier. Ja, komm. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Alles mit. Sniper-Muni spucke ich dann gleich aus, wenn ich fertig bin. Da muss auch noch ein Steinabbauteil hin, aber töten ist gerade wichtiger als irgendwas Wirtschaftliches. So. Okay. Kiste mit irgendwas irgendwo hin tun. Sniper-Munition reinschmeißen. Das reicht auf keinen Fall. Also an Gatling-Munition. Du kriegst auch wieder Sniper-Muni. Ich guck nochmal nach unten. Eigentlich müsste da irgendwo noch eine Kiste sein mit dem Zeug, das über war. Als ich letztes Mal reingekommen bin, von wo kam ich? Da ist eine Kiste mit Muni. 600 Schuss, das sieht doch schon mal besser aus. So, her damit. Dann Flammenwerfermunition. Hier ist die Kiste. Flammenwerfermunition. Stopf dich voll mit noch mehr Schilden, noch mehr Batterien. Dafür gibst du bitte Flammenwerfermunition, Flammenwerfermunition, Flammenwerfermunition. Du kriegst Kram, den ich sonst gerade nicht sofort nutzen werde. Aber ich komme wieder. Keine Frage. So. Okay. Und dann gehe ich jetzt hoch in meiner tollen neuen Power Armor und versuche ein Gebäude zu zerstören. Egal was. Hauptsache ein Gebäude davon ist weg. Und wenn das weg ist, dann lasse ich die Schilder regenerieren, gehe hin und mache das nächste Gebäude weg. Solange bis von da oben uns nichts mehr lila bespucken kann. Weil ich hoffe einfach mal, dass nur im Nordwesten momentan irgendwo ein Gebäude da ist, das das machen kann. Und nicht, dass die Viecher jetzt mutiert haben, dass jetzt jede Basis sowas machen könnte. Also spucken kann. Langfristig wahrscheinlich schon, wenn ich überall dafür sorge, dass sie Zeit haben, sowas zu machen. Aber ich hoffe momentan, dass es wirklich halt nur diese eine hier ist. Okay, also baue ich hier irgendwo
So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mauer, diesmal sogar einigermaßen sinnvoll drumherum, mit genug Abstand und auch komplett rum. Ich glaube, das. So. Damit die auch halten, die Türme. Weil ich brauche die gleich ein bisschen länger. So, Königin kommt. Gedöns kommt. So, Königin ist abgelehnt. Nein. Jo. Okay. Und es wird gerade dunkel. Super. Okay, mach einen von den Spawnern kaputt. Oder den Wald. Hauptsache. Oh oh. Ich glaube, da wäre ich schon tot gewesen ohne Schilde. So, ein Ding ist kaputt. Ach, genau, verbrenn den Stein. Das ist eine super Taktik. Wow. Jo. Erst den Spawner, dann die Türme. Die Türme kann ich, glaube ich, aushalten. So. Ah, schaut gut aus. Allerdings habe ich die Basis, die direkt dran ist, noch nicht getriggert. Direkt nordwestlich hier von uns ja noch einen. Ich glaube, die wird es gewesen sein mit dem, was auch immer das ist. 12.500. Ah, Gott. Okay, das dauert jetzt eine Weile. Allerdings haben wir schon mal einen Teil davon gekillt. Ich bin irgendwie echt davon ausgegangen, dass es das eine große Basis ist und nicht, dass das jetzt schon zusammengewucherte Basen sind. Aber okay, nordwestlich die größere Basis. Da müsste ich die Türme erstmal wieder näher ranholen. Ich muss warten bis Tag ist, damit sie die Schilde aufladen, weil tut sie momentan gar nichts. Gatling-Munition für die Türme habe ich noch genug. Flamme-Munition, um irgendwas Neues zu zerstören, habe ich aber nur bedingt. Also ich könnte die komplette Basis im Nordwesten auf keinen Fall zerstören. Aber vielleicht ja so ein oder zwei von den Spawnern. Also den Pool oder diesen kleinen anderen Knubbelding. Damit der nächste Angriffsversuch schon mal ein Tick schneller geht. Ja, klingt gut. Währenddessen habe ich jetzt schon 90.000 Schaden gemacht. Warte mal, Forschung. Jetzt müssten auch genug hellblaue Tränke inzwischen gepuffert sein, dass ich weiter forschen kann. Vorher hatte ich es ja angehalten, damit nicht die Forschung immer auf halber Strecke hängen bleibt. Das ist immer so ein bisschen meh. Also mach Illyrium-Forschung wäre von Hardcoreo das naheliegendste. Allerdings ist es mir ehrlich gesagt wichtiger, dass die Roboter erstmal schneller fliegen. Es gibt keine weitere Roboter-Traglast-Geschichte. Doch, da. Was braucht man dafür? Wow, 300 Liter Tränke. Ja, nee. Dann mach bitte hier einmal Speed. So. Und es wird hell. Das ist sehr gut. Das heißt, ich sack dann Alien-Attraktor ein, hol die Türme, baue die Türme neu auf, zerstöre ein bisschen was oben an der Basis und ziehe mich dann zurück in meine Basis. Kann ich da vielleicht schon wieder einen Grinder bauen? Ja, ich kann einen Grinder bauen. Schöne Sache. 14 Türme schießen, das sollte machbar sein. Da ist gleich die nächste Basis dran. Echt Rücken an Rücken, die Dinger hier. So, ich habe noch 50 Türme dabei. Das sollte reichen. Sollte den Tag nutzen und die Basis jetzt umverlegen und nicht den paar Mauern dahinterher weinen. Die kann ich später immer noch wiederholen, wenn es denn wirklich unbedingt sein muss. Das ist ziemlich ans Wasser gedrängt. Und boah, sind das viele Spawner. Okay, bau. Da sind die Türme. Zu nah dran. Und noch zu nah dran. Was? Das ist interessant. Okay. Welche größer die Basen sind vom Feind, desto exponentiell größeren Radius, wo man nicht bauen darf, haben sie? Danach aus. Oder ich habe hier ein Gebäude vergessen. Ja, das wird eher das eigene sein. Wenn das einmal weg. Da unten ist auch noch eins, aber ich hoffe, das stört nicht. Ja, jetzt geht's. Okay. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und ja, ein Radarslot fehlt, aber ich hoffe, das ist okay.
So, und ich will jetzt nicht die Basis von oben holen, ich will die Basis da von links holen. Oh Gott. Also den Hydralis. Das Ding sieht vollkommen anders aus. 23, was? Doppelt so viel wie die Basis eben gerade. Keine Königin dabei. Das muss ich jetzt gleich nochmal machen. Da hinten ist die Königin nämlich. So, jetzt kommt die Königin. Ich glaube, ich muss gleich Muni nachwerfen. Ne, geht noch. So, tot der Königin. Und ran da. Bis ich angekommen bin, ist schon in die nächste Welle gespawnt, richtig. So. Weg mit dem Hydralisken, denn. Zergling. Zerstörerische Selbstmordeinheiten. Kolonien waren die Vorstufe von den Türmen, wenn ich mich richtig erinnere, bei StarCraft. Die musste man zuerst bauen und dann mutierten die zu den Türmen. Und die waren dazu da, diesen Creep, diesen Bodenbelag weiter zu verbreitern, den man hier allerdings nicht sieht. Einfach draufhalten, bin ich tot. Gleich ist der Flammenwerfer alle, glaube ich. Boah. Ja, weg. Okay. Kurz reinstürmen, weil sonst Sniper nämlich weg. Okay, vielleicht noch einen von denen hier. So, jetzt aber weg. Die zwei Tanks, da reichen nicht mehr. Gut. Hydralisken denn weg, ein paar von den Türmen weg, ein Spawner da oben. Ist ein sehr guter Anfang. Ich werf euch mal nach. Lasst euch dann hier stehen. Wünsch euch viel Glück, gegen die Basis zu bestehen. Und zieh mich erstmal taktisch zurück, um später wiederzukommen. Wenn wieder mehr Munition da ist. So, okay. Während ich jetzt nach Hause laufe, was mache ich? Ich baue noch einen Grinder. Wenn ich zu Hause angekommen bin, mache ich was? Die drei Solarpanel machen jetzt keinen Unterschied. Ich hole einfach nur Munition. Ich hole einfach Munition und gehe wieder zurück. Weil die Basis da oben muss weg. Allgemein müssen viel mehr Basen weg. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, weil es immer das gleiche ist. Aber die Basen müssen weg, sonst werde ich überrannt. Und überrannt werden ist nicht toll. Ganz und gar nicht toll. Wie viel Munition hast du da hinten drin? 200, das lohnt sich ja fast. Immer da lang. Das kann eh hier alles weg. So, du, gib mir die Munition. Interne Angriff, aber genug Türme schießen anscheinend. Hier, woran hapert's? An Eisen. Warum? Warum legst du kein Eisen rein, Junge? Achso, weil das hier voll ist. Okay. Dann mach hier nochmal eine Kiste hin. Die das Ganze so macht. Kannst ruhig arbeiten. Okay. Und Forschung damit ist durch. Ich brauche was Besseres zum Damage 10 plus 70. Ich brauche einen Basenknacker. Ich weiß nicht, ob das hier sein könnte. Wäre wenn dann für die Sniper-Munition? Nee. Nee. Ich denke, die Lasergeschichte könnte sein. Auch wenn die verbuggt sein soll. Aber dazu bräuchte ich erstmal das hier. Dann kann ich damit auch nicht direkt Laserwaffen herstellen anscheinend. Sondern erst mit Laser-Ammo. Das geht aber schnell. Und das braucht Illyrium. Wie viel Damage hast du? 2. Ja, das wird wieder so ein ultraschnell. Oh, 100. Nice. Was? Achso, muss das aufgeladen werden? Okay, das muss ich mir unbedingt genauer angucken. Also geh Richtung Illyrium und dann Richtung Laserwaffen und dann schauen wir mal. Jetzt aber, ne? Wir wollten eigentlich töten. Also einmal alle Munition wegschnappen.
Verkehr stetig hoch. Gut, 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 gut. Flammen vermutlich könnte eher das Problem sein, weil die... Oh, da kommt ein großer Angriff. Flammenwerfermunition könnte eher das Problem sein, weil die nicht mehr hergestellt wird gerade. Müsste ich also ebenfalls hier mit reinbappen. So, du müsstest eigentlich mit Steinen versorgt werden und so viel zu tun. So, Schweröl.